Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute aus Göttingen. Ich habe mir sagen lassen von Göttingern, dass Göttingen die Fahrradhauptstadt schlechthin sein soll, zumindest von Niedersachsen. Meine beiden Töchter wohnen ja in Göttingen, die behaupten was anderes. Ich starte hier heute an dieser Fahrradstraße hier gerade mal direkt auch los und habe die Tour bei Komoot gefunden, eine fertige Tour zum Seeburger See, wenn ich das richtig voneinander habe. Und bin mal ganz gespannt hier, was mich erwartet. Ist ja eine Gegend, wo ich mit dem Rad bisher nur einmal unterwegs war, vor 2 Jahren war das. Da hat auch die Sonne geschienen, heute auch. Und darum freue ich mich jetzt hier auf dieses kleine Abenteuer jetzt hier. E-Bike-Tour in östliches Niedersachsen bei Göttingen zum Seeburger See. Und hier geht es jetzt lang, die schöne Fahrradstraße hier. Erstmal Richtung, frag mich mal. Wie man hier gut sehen kann, aber richtig gut ausgebaut für Fahrradfahrer, richtig breiter Radweg. Ich fahre jetzt hier geradeaus weiter, verlasse die Fahrradstraße und komme jetzt hier interessante Wogen, sag ich mal. Schöne alte historische Häuser. Das ist schon wieder herrlich hier im Frühling jetzt hier, wenn die Bäume so blühen, die Sonne scheint, dann so alte Häuschen am Straßenrand, stehe ich ja total drauf. Auch wenn es jetzt hier ordentlich im Berg aufgeht, insgesamt auch hier 500 Höhenmeter auf 40 Kilometer Strecke. Ja, Reichweitenangst brauche ich heute nicht haben, mit meinem gut 600 Wattstunden Akku 40 Kilometer kann ich auch wahrscheinlich im Turbomodus durchfahren, macht dann aber keinen Spaß. Von daher ist hier der Tourmodus am Start. Soll wohl irgendwie gehen. Eieiei. Das Navi piept und sagt, mein Freund, hier geht's lang. Hier geht es ja gerade richtig schön rauf und dementsprechend bin ich auch gar nicht so flott unterwegs gewesen. Da habe ich auch direkt hier am Straßenrand gesehen, wenn da schon so eine Plakette am Baum hängt. Was ist denn das hier? Zum 70. Geburtstage des Gartenmeisters August Uhlborn. Dann hör mal zu. Ja, der gute Vorsatz mit dem Turbo hat er lange gehalten hier. Kilometer 4 und der Turbo ist eingeschaltet. Oder wie der Peter so gerne sagt, wofür kaufe ich mir ein E-Bike, um nur im Eco zu fahren? Dafür brauche ich kein E-Bike. Recht hat er. Bismarckturm, genau. Der liegt auch auf der Strecke. Jetzt geht es ja hier wieder ein bisschen runter. Das ist jetzt ja die Gelegenheit, ja mal meine neuen Bremsbeläge auszuprobieren, wenn es hier richtig runter geht. Habe ich noch gar nicht gemacht. Die erste Tour jetzt nach meiner selbst durchgeführten Fahrradinspektion. Und letzte Tour, die ich mit den alten Belägen gefahren bin, in Kassel, da ging es ja auch richtig runter. Aber da hat es ja auch ordentlich gequietscht, da war Metall auf Metall, da war nicht mehr viel Bremsbelag, aber hier ist herrlich, wenn man einfach jetzt nur die Hinterradbremse zieht bei 7% Gefälle und das Fahrrad wird langsamer, das macht Spaß. Ja, die neuen Bremsklötzchen hier haben ihre Feuertaufe sozusagen, ihren Test bestanden. Fahrrad steht, nichts hat gequietscht, bisschen gerutscht hinten, okay, geht auch ordentlich bergunter. Aber das macht wieder richtig Spaß, aber die letzten Wochen doch mal richtig auffällig ist mir aufgefallen. Dieser Krach an den Ohren hat gequietscht, ist ja wahrscheinlich in den Videos auch aufgefallen, wenn Metall auf Metall bremst. Und ich war gut 3000 Kilometer mit den alten Belägen unterwegs
Und das ist ja auch, da ist ja auch keine Vernunft hinter. Und waren sogar vier, warte mal. Nach anderthalb habe ich die gewechselt, das habe ich fünf, ja. War knapp 4.000, glaube ich sogar. Also, dass ich mich jetzt über diese Abfahrt gefreut habe. Sie stand noch gar nicht auf dem Programm. Das türkise Dreieck ist doch deutlich neben der Spur. Das heißt, da bin ich ja gerade schon mal geradelt da vorne, bergauf. Und irgendwie nach dem Schild Bismarckturm. Was habe ich da falsch gemacht? Schauen wir uns mal an. So. Das Schild Bismarckturm hatte mich ja angelockt. Ich hätte gar nicht abbiegen sollen. Wahrscheinlich für Wanderer, dass es da irgendwie rauf geht. Bin schön runtergefallen jedenfalls. Ich hätte einfach nur auf dem Weg bleiben müssen. Mann. Kilometer 7 jetzt hier offenbar oder offensichtlich die Sternwarte hier. Steht da Sonnenturm. Der Göttinger Sonnenturm, aha. Da müsste gleich aber auch hier der Bismarckturm kommen. Ja, dass man sich im Wald verlaufen kann, wissen wir spätestens seit Hänsel und Gretel. Aber dass man sich mit einem Navigationsgerät, bzw. mit zwei Navigationsgeräten im Wald verfahren kann, das wissen wir spätestens, wenn man meine Videos guckt. Natürlich mit Komoot geplant. Da hat man die Sehenswürdigkeiten ja auch immer, so diesen Bismarckturm. Aber selbst ein 400-Euro-Navi ist nicht in der Lage, obwohl da diese Komoot IQ-App, wie so schön heißt. Also da ist Komoot drauf als Applikation richtig. Da werden jetzt keine Sehenswürdigkeiten angezeigt. Also von daher muss ich dann immer noch das Smartphone anmachen. Und auch damit habe ich Schwierigkeiten, aber in 240 Metern in der Richtung und Schilder im Wald, nützt alle nichts, Leute. Ich bin mal wieder völlig orientierungslos. Ich glaube, zu dem Thema mache ich nochmal ein extra Video. Macht das Sinn, sich ein auch teures Navigationsgerät anzuschaffen, wenn man gerne Routen nachradelt und die Sehenswürdigkeiten nicht verpassen möchte? Ganz klare Antwort, nicht nur heute von mir, nein, weil die euch da nicht angezeigt werden. Und da müsste man sich genau aufschreiben, bei Kilometer so und so, was da achten muss. Und dann kann ich besser gleich mit dem Smartphone navigieren. Aber, lange Rede, gar keinen Sinn, gefunden. Da ist er. Und hat ja, wenn du mich fragst, aus dieser Perspektive so ein bisschen was hier von Rapunzel, lass dein Haar heruntertouren, wenn wir schon beim Märchen mit Hänsel und Gretel gerade waren hier. Und bestimmt auch eine klasse Aussicht von oben. Kann man auch nicht entgehen lassen, muss ich mal rauf. Zwei Euro kostet mich der Spaß jetzt hier an Eintritt. Aber netter Herr unten gewesen, also richtige Kasse, kein Automat. Da haben wir schon den ersten Raum zum Besichtigen hier. Das wird ja wohl der Bismarck sein, oder? Jo. Einmal kurz durchatmen, aber richtig zu sehen, gibt es ja hier noch nichts. Jo. Weiter rauf. Hier geht's lang. Draußen höre ich schon ordentlich den Wind gegen den Turm peitschen, hätte ich was gesagt. Und Höhe ist ja eigentlich gar nicht so mein Ding. Ne? Von daher halte ich euch mit der Kamera gleich mal, boah, keine Luft mehr, mit der Kamera gleich mal hier über die Brüstung und ich selber, eieiei, muss mal gucken. Puh. Auf jeden Fall eine Top-Aussicht. Guck mal, wir sind so knapp einen Kilometer gefahren jetzt hier vom Bismarckturm. Wir sind im Wald. Hast direkt schöne Gastronomie hier. Biergarten. Hier außen Getränkeverkauf. Tippitoppi. Und auch schon so einiges los hier. Klar, Samstagmittag, 11.30 Uhr. Ausflugswetter. Und herzlich willkommen in unserem Naturschutzgebiet. Marc, dann hast du auch noch kostenlos jetzt hier den Wildtierpark mit dem Programm. Allerdings habe ich jetzt noch kein Wildtier hier gesehen. Schöne Sitzecke hier. Wunderbar.
Ja, und ich verlinke die Strecke natürlich wieder nach Komoot zum Nachradeln, beziehungsweise habe ich auch bei Komoot gefunden. Und ich verlinke die dann auch gerne von der Unterkunft, in der wir hier immer unterkommen. Kann man da für einen relativ schmalen Taler, so ganz billig ist heutzutage ja nichts mehr, da mieten. Ist auch eine Fahrrad- und Stadtstellplatz, kostenlose Parkplätze. Parkraum ist in so Städten ja auch mal so eine Sache, ne? Ziemlich stadtnah, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, guck mal, hier auch wieder schöne Infotafel. Bank zum Pause machen. Und ich fahre jetzt hier weiter. Wo fahre ich denn hin? Richtung Duderstadt. Ist das wo richtig? Das Navi ist schon wieder hier in Energiesparmodus. Tja. Natürlich nicht richtig, ne? Natürlich nicht richtig. Oh, ey, nee, das ist doch hier. So. Nächster Versuch. Ist denn hier jetzt richtig? Hier ist richtig. Ja, wie heißt es so schön? Alle guten Dinge sind drei. Das ist echt Katastrophe. Ich habe langsam echt die Faxen dicke. Seit mehreren Jahren bin ich hier mit dem Garmin Navi unterwegs. Und ich glaube, ich stelle wieder komplett um. Gerade bei den Komoot-Touren hier aufs Smartphone. Für Reisen okay von A nach B. Aber jetzt doch hier lang. Also, nächster Versuch. Diesen Weg. So. Sag das Navi dazu. Ja, können wir mal machen, ne? Auf jeden Fall eine herrliche Gegend hier, um zu wandern. Ich habe schon viele Spaziergänger gesehen, aber um auch mit dem Rad unterwegs zu sein, macht richtig Spaß hier. Das Beste ist, guck mal, da ist der andere Weg. Ist ja völlig egal gewesen, wo ich hier radel. Viele Wege führen nach Rom. Oh Mann. Da vorne auch wieder ein paar alte Steine, aber auch viele Leute. Von daher genieße ich jetzt mal hier die Abfahrt. Und jetzt noch ein paar abschließende Worte über mein Navigationsgerät hier. Dann höre ich auf, hier rumzujammern. Das soll es in diesen Videos gewesen sein mit dem Navi. Ich habe ja das Garmin Edge 1030 und das kostet roundabout 400 Euro. Habe ich dafür bezahlt vor 3 Jahren. Also ein Bildschirm, der mir den Weg anzeigt. Ist ja soweit ganz gut, ganz schön. Der die Strecke aufzeichnet, auch alles toll. Der sich zu Hause im WLAN direkt mit Komoot verbindet. Das heißt, was ich da plane, ist automatisch im Navi drin. Super Sache, aber zeigt mir keine Sehenswürdigkeiten an. Oder hier auch nicht genau halt mit dem Track. Das heißt, diese GPS-Empfindlichkeit, genau wo ich fahre, ist von meinem Handy, von meinem Apple iPhone, deutlich höher, ist deutlich genauer. Da frage ich mich, ja, warum soll ich 400 Euro für ein Navigationsgerät ausgeben, was mir dann, wenn mehrere Wege zur Auswahl stehen, nicht genau zeigt und auch nicht in der vernünftigen Geschwindigkeit anzeigt, wo ich genau lang muss. Von daher, klare Nicht-Kaufempfehlung. Ist allerdings auch, muss ich dazu gestehen, auch gar nicht für so Tourenradler gedacht, dieses Gerät. Das ist eher was für Radsportler. Kannst du Trainingsrunden aufzeichnen, solche Sachen. Ich wollte eigentlich damals von Sigmund das RUX 12 haben. War nicht lieferbar. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile wieder lieferbar ist, ob es ein Nachfolgemodell gibt. Und daher bin ich bei diesem Garmin gelandet, weil ich unbedingt eins haben wollte, ein Fahrradnavi. Hat auch Vorteile. Von wegen Smartphone ist der Display die ganze Zeit an, ist auch nicht gut für das Smartphone, braucht viel Energie. Und so weiter. Und so ein Fahrradnavi hält auch mal mehrere Tage, wenn man Energiesparmodus anhat. Soweit, so gut. Aber man sieht ja, wohin das führt. In diesem Fall jetzt hier im Wald. Und im besten Fall bin ich auch noch richtig, ja, hier geht's weiter. Also als Radweg würde ich es auf keinen Fall hier bezeichnen. Halt Waldweg. Rappelt ganz gut hier. Dann haben wir hier noch Forschungszentrum Waldökonomiesysteme. Okay. Ja, das rappelt ganz gut hier. Und jetzt, wo es hier bergab geht, hoffe ich ja mal, dass ich nicht schon wieder falsch bin.
Und wenn ja, dann kommt irgendwann der Tag, wo ich nach Schildern fahre, wo ich mir die Strecke aufschreibe, auf den Zettel und das Navigieren hier mit Komoot. Naja, ich wollte ja nicht mehr ansprechen. Ja, wer sich jetzt hier gewundert hat, warum ich die letzten Minuten gar nichts mehr kommentiert habe, ist nämlich Folgendes passiert. Mir ist bei der Durchfahrtsszene hier meine Kamera umgefallen und auf den Mikrofonempfänger. Und danach war die Buchse kaputt. Also wirklich richtig mechanischer Schaden. Ich habe jetzt mittlerweile auch neues Funkmikrofon, aber es hat ein paar Minuten gedauert, bis ich das gemerkt habe. Und darum jetzt auch noch die nächsten Minuten hier, dass ich euch mal alleine mit den Bildern. Ja, ich habe jetzt hier eine kleine Mittagspause gemacht in Seeburg am See, am Kiosk hier. Kleines Weizenbier getrunken, Currywurst gegessen, ich weiß gar nicht, Bratwurst gab es hier, Currywurst gab es nicht. Aber was ich auch festgestellt habe, dass ich die letzten Aufnahmen schon wieder keinen Ton aufgenommen habe. Die Kamera war mir einmal umgefallen und danach war, glaube ich, das Dilemma da. Ich weiß nicht, am Empfänger irgendwas umgestellt war durchs Umfall, der ist ja auf den Empfänger gefallen. Ich weiß es nicht, aber jetzt ist der Ton wieder da, das ist die Hauptsache. Weiter geht's. Ja, cool. Kannst du unten durch die Furt
oder halt hier über die Brücke. Kilometer 35 und herzlich willkommen in Ebergötzen. Und hier in Ebergötzen gibt es das Europäische Brotmuseum. Radeln wir zumindest mal runter. Offensichtlich gibt es ja auch einen Blumenliebhaber. Und hier dann wohl das ist der Infopunkt, Kasse. Gucke mal. Natürlich ein Café, da gibt es wahrscheinlich dann die Butterbrote. Oder hinten noch eine alte Bockmühle. Tippitoppi. Das ist ja so gar nicht meins, ne? So eine Bundesstraße langfahren hier. Was man im Video wahrscheinlich gar nicht sieht, wir fliegen dauernd hier Pollen entgegen. Diese Pusteblumenpollen hier. Und ich bin ja pollenallergisch. Von daher ist das hier genau mein Wetter. Nicht. Aber jetzt scheint es hier, ja, wegzugehen. Von der Bundesstraße. Das sieht doch schon besser aus. Ah, dafür ist jetzt die nächste Steigung angekündigt hier. 80 Meter Steigung auf 2 Kilometer Länge und rot. Das habe ich schon gelernt. Da meint das Navi das auch wirklich ernst. Dann ist rot auch wirklich rot. Auch hier wieder, ne? Wenn du hier guckst. Total idyllisch hier, die Kirche. Herrlich. Ich freue mich. Ja, hier geht es gleich irgendwo los. Links Richtung Wanderweg. 50 Meter links abbiegen. Ja, da steht auch das Fahrradzeichen. Dann machen wir das mal. Kilometer 43 jetzt hier und haben wir verbleibender Anstieg 3 Meter. So, die Arbeit ist getan. Jetzt heißt es zurückrollen ins Wochenenddomizil nach Göttingen. Und so ziemlich genau nach 50 gefahrenen Kilometern jetzt hier. Ja, herzlich willkommen in Göttingen.
Die letzten 10 Kilometer ging ja richtig flott hier, wenn man so Radweg an der Bundesstraße kontinuierlich bergab fährt oder mit hohen Geschwindigkeiten. Bekommen auch nichts mehr zu sehen, da war jetzt auch nichts zu sehen, rechts und links irgendwie großartig. Gut, hier läuft das so ein kleiner Bach, okay. Aber da war der Hinweg natürlich schon eine andere Qualität. Auch wenn man mich nicht immer hören konnte. Das wird nachvertont. Oh, guck mal hier, von wegen Fahrradhauptstadt. Liebe Grüße an Münster, die gewählte deutsche Fahrradhauptstadt. Aber Freunde, das ist mal ein Radweg hier, oder? Das ist eine Radautobahn, guckt euch das an. Und hier sind auch mal viele Leute mit dem Rad halt unterwegs. Hier links das Uniklinikum in Göttingen. 818 Fahrräder heute. Ja, Freunde, das war's schon wieder jetzt hier. 50 Kilometer Radtour mit dem E-Bike von Göttingen aus nach Seeburg um den Seeburger See. Für alle die, die immer meinen, dass ich zu viel quatsche, auch eine Passage mit ausgefallenem Ton, wo es wieder nur Bilder gab. Ist das schon das zweite Mal passiert in den letzten Wochen. Hab schon neue Mikrofonanlage. Machst du nichts, musst du auch darauf achten, dass die Stecker alle richtig drin sind, wenn die Kamera umgefallen ist. Sonst ist das mal so. Ne? Also wieder was dazugelernt. Jedes Mal gucken und nicht nur bei jeder Pause. Egal, war halt so. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, hier die Tour zu fahren. Was ja meine zweite Tour überhaupt ist hier im Raum Göttingen, in dieser Gegend hier in Deutschland. Bestimmt nicht die letzte. Wir werden mal öfter unterwegs sein. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wer mag, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kanal abonnieren, wenn er noch nicht hat. Und sonst wünsche ich euch alle Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Swobo.